Hallo meine Freunde des attraktiven Basketballs. Heute ging es um das MVP-Race, außerdem einen kleinen Überblick über die NBA, über die Euroleague, über die Bundesliga und natürlich auch über die Bezirksliga 16. Dazu kommt, dass wir uns überlegt haben, ob wir als Investoren einsteigen wollen bei verschiedenen Teams, vielleicht sogar in Mexiko, und haben die Füße hochgelegt. Ich hoffe, das tut ihr jetzt auch und haut rein. Genießt die Folge. Jawohl. Let's go, let's go. After the school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball. Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge, zu der dritten Folge von Triple Threat. Ich hoffe, ihr beide und ihr auch seid alle gut durch die Woche gekommen. Ja. Safe. So bin back. Die Line war von, könnt ihr es erraten? Nee, ich habe gerade schon die ganze Zeit überlegt. Ist von der Sugar Hill Gang, Rapper's Delight aus 1980. Alter! Ist mit so für mich das allererste richtige Rap-Lied. Und die Line, die habe ich schon, ich kenne das Lied halt ultra lange. Und die Line ist mir irgendwie immer so im Kopf. Deswegen dachte ich mir, droppe ich die heute mal. Stark. Jonas ist eigentlich 2000, aber der ist irgendwo in den 80ern noch hängen geblieben. Way back. Genau wie das Jersey. Ist ehrlich so. JaVale McGee heute in dem Haus. Ich hatte eine Full MVP of all time, würde ich für mich sagen. Bester Mann. Ja, Same. Zumindest in seiner Rubrik bei Shaq to the Fool, ne? Yes. Ach ja. Gibt's das hatte der eine eigene Rubrik? Nee, aber Shaq to the Fool ging immer um JaVale McGee. NBA weil TV, war, weiß ich. Ja, da gab es auch immer die Runde mit Shaq, Charles Barkley, Stephen A. Smith. Und wie hieß nochmal der? Der Weiße. Ich habe keinen Plan, wie der heißt. Ja, auf jeden Fall, die haben ja immer so eine Runde. So eine Viererrunde. Ja, und da gab es irgendwann dieses Checked in a Fool. Also, so ja, Checked in a Fool kenne ich ja. Aber ich wusste nicht, ob der eine eigene Rubrik einfach hat. Nee, aber der war so oft immer drin. Der war da so oft. Immer. Geisteskrank. Ja. Kennt ihr Polnisch Hammer? Der war da auch voll viel drin. Martin Gortat. Ja, Digga. Und sein Sohn ist UFC-Fighter. Ist echt? Ja. Shit. Oh Mann, nee, aber JaVale. Crazy. Man also das Jersey ist safe geil. Das ist richtig schön. Auch da ranzukommen, also ein JaVale McGee-Jersey erstmal zu kriegen. Ich glaube. Also ich würde fast sagen, das muss man in Amerika kaufen. Nee, ich habe das, glaube ich, sogar überwintet. Ich weiß es gar nicht. Ja, dann hat derjenige das in Amerika gekauft. Wahrscheinlich, aber ich weiß gar nicht mehr, worüber ich es mir. Ich sag, das kriegst du nicht einfach so. Naja, wir sind jetzt bei der Folge 3. Und wie wir letztes Mal schon einen Spieler mit der Nummer 2 rausgesucht haben, suchen wir heute einen Spieler mit der Nummer 3. Da habe ich heute jemanden rausgesucht. Muss ich nur noch mal die Fakten raussuchen, was da alles drin war. JaVale McGee. Nee. So, unser Spieler, den wir heute suchen, trägt die Nummer 3. Ist US-amerikanischer Basketballspieler. Americano. Ist 1,93 groß. Wie alle Shooting Guards mal vor Shooting Guards mal vor Point Guards. Er wurde 2003 in die NBA gedraftet. Bis 2019. Ist er aktiv noch? Also ist er noch aktiv? Scheiße, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, Chris Paul? Ist es nicht Chris Paul? Ich glaube, es war nicht Chris Paul. Aber der ist 2-3? Ja, aber warte, spielt er noch? Nee, der hat's retired. Ah. Okay, siehst du, weil. Ah, okay. Weil, Digga, also 2-3 ist LeBron und Chris Paul. Chris Bosh? Nee, Chris Bosh? Es war auf jeden Fall der Spieler, den ich dachte. Naja, aber auf jeden Fall, er war von 2003 bis 2019 in der NBA. Mhm. Bis 2019. Er hat 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking Gold geholt. Tyson Chandler. Nein. Tyson Chandler? Ah, der Center? Ja. Oh, der ist nicht 1,93. Nee. Ach, fuck, oh Gott. Warte mal. In seiner Karriere nur bei 3 Teams gespielt. 2008 Gold mit Olympia. Boah, wer war da nochmal? Pause. Bei einem dieser 3 Teams hat er 14 Jahre gespielt. Digga, was? Warte mal, Nummer 3. Hatte der überall die Nummer 3? Das weiß ich nicht. Okay. Ich glaube aber ja. Digga. Die 3 Teams, Westen, Osten? Boah, das kann ich jetzt so nicht sagen. Okay. Willst du uns jetzt schon sagen, welche Teams? Wenn ich euch jetzt schon die Teams sage, ja, ist einfach. Dann ist over, okay. Bis 2019. Oh, Dwayne Wade! Genau, Dwayne Wade. Oh, Gott! Oh mein Gott, Digga!
Dwayne Wade. Dwayne ich hätte Wade. Jetzt noch gesagt, 13-facher All-Star spielt auf ja, der 2. Okay, Dwayne Wade. Banana Boat Crew, würde ich sagen. Dwayne Wade. Kennst du das, dieses Bild? Nee. Mit LeBron James, Dwayne Wade, ich glaube, Carmelo ist mit drauf und ich glaube Chris Paul auf so einer Banane. Und deswegen ist das die Banana Boat Crew. Aber ich kann auch sein, dass Carmelo oder Chris Paul nicht mit dabei ist. Ich weiß nicht mehr genau, aber das ist auf jeden Fall die, weil die sind ja auch, glaube ich, alle das gleiche Draftjahrgang. Oder deswegen habe ich auch Chris Paul eben ja. gesagt, aber es kann aber wirklich Carmelo. Aber das ist die Banana Boat Crew. Muss Khan vielleicht einmal einblenden auch in dem Video. Kurz ja, ran. Dwayne Wade ist einer meiner All-Time-Favorite-Spieler. Yo, ich der ist auch sexy, finde ich. Ja, der ist geil. Ich habe den bei NBA Live 2.5 oder so. Es war von EA in der NBA-Spiel. Mhm. Da habe ich den immer gespielt. Das war geil. Das war geil. Habt ihr auch diese Retirement Hall of Fame Speech von ihm gesehen? Mhm. Ja. Wo er über seinen Vater gesprochen hat. Das war eigentlich, also ich fand das richtig süß. Er hat seinen Vater auch noch auf die Bühne geholt, glaube ich. Doch, also da kann, aber ich weiß nicht mal, was er gesagt hat. Ja, er meinte so irgendwas von wegen so, ja, damals haben wir zusammen immer trainiert und du hast mir gezeigt, wie es ist, so hart zu sein und so. Und das fand ich eigentlich richtig süß. Dasselbe macht er gerade mit Zaya, ne? Also ja. Zaya Wade, der fährt überall mit denen hin. Der hatte den dann irgendwann in der afrikanischen NBA. Da gibt es ja nochmal quasi eine NBA für Afrika. Aber jetzt spielt Zaya, wenn ich richtig bin, G-League. Ja. Aber schon seit einem Jahr oder zwei. Ja, ne? Stimmt schon. Und legt auch gar nicht so schlechte Zahlen auf, aber man hätte eigentlich mehr erhofft. Ja, Wade, crazy Typ. Crazy D-Wade. Wade. Kennt ihr noch, ich glaube, es wäre sein letztes Spiel gewesen, wenn die das Spiel verloren hätten. Und dann hat er den entscheidenden Dreier getroffen. War das gegen Golden State? Gegen Golden State. Ist dann hochgelaufen, auf die Tribüne und gesprungen und dann, ey, Digga, von wegen, das ist mein Haus. Alter, ist das crazy. Eine der toughesten Szenen. Aber da wurde der erste Move, den er versucht hat, wurde, glaube ich, geblockt. Ja, genau. Und dann schnappt er sich den sofort wieder und released ihn sofort. Boah! Crazy. Und dann noch diese geilen Jerseys, Miami Vice Jerseys. Boah. Ja, ist Mann. So geil. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Heutiges Thema, wollen wir schon anschneiden? Wollen wir schon sagen, worüber es heute gehen wird? Wahrscheinlich wird es schon im Titel ein bisschen... Ja, und dann können wir direkt weiterschneiden und über die NBA sprechen, ne? Gerne, können wir mal machen. Ja, heute geht's um MVP-Race. Yes, yes. Ich weiß gar nicht, du hattest... Ich habe gesagt, mein Favorite ist Shai. So stimmt, Shai, genau. Shai, Gilgeous Alexander. Bei mir ist Luca. Und bei dir ist Jokic. Das ist der Jokic, ne? Ja. Das kann gar nicht anders gehen. Ja, passt ganz gut, weil letzte Woche hat Khan auch gesagt, dass er nicht verstehen kann, warum Doncic so tief steht. Ist jetzt direkt eine Position hochgerutscht von 6 auf 5. Ja. 5 oder 4? Nee, 5. Okay. Immer noch 5. 4 ist Tatum. Auf. Nee, Tatum ist 6. Nee, Tatum ist ja auch runtergerutscht. Ja, Tatum ist 6. Warte mal, wer ist 4? Kawhi ist auf jeden Fall 7. Das finde ich auch geil. Kia Race to the MVP. Ja, ich habe auch Screenshots davon. Steht hier gar nicht. 6 ist Sabonis. Okay, ja. 7 ist Kawhi. 8 ist Durant. 9 ist Anthony Davis. Und 10 ist Devin Booker. Aber jetzt haben wir immer noch nicht die... Jetzt haben wir immer noch nicht die 4 rausgefunden. Steht das da nicht? Auf jeden Fall gut vorbereitet. Ich dachte, ich krieg die so. Ich habe mir nur die letzten 6 abgeschottet, weil ich dachte, den krieg ich so hin. Aber ich hab's gleich. Auf jeden Fall, hat das ganz gut gepasst. Khan wird's gleich weiter erläutern, aber Luca hat auf jeden Fall krasse Zahlen aufgelegt. Kannst du sprechen und nebenbei gucken? Ich gucke, du sprichst. Ja, also Luka Doncic hat jetzt die letzten 6 Spiele hintereinander ein Triple-Double mit über 30 Punkten gemacht, was bisher nur Russell Westbrook geschafft hat. Mit 5 Spielen. Mit 5 Spielen hintereinander. Und deswegen ist Luka jetzt der neue Triple-Double-Meister, würde ich jetzt mal behaupten. Der King. Ja, ich glaube, da darf man Jokic auf jeden Fall nicht außen vor lassen. Ne? Der Typ ist geisteskrank, was die Triple-Doubles angeht. Aber zumindest mit den 30 Punkten spielen, hat er da auf jeden Fall einen neuen Rekord gelegt. Auf jeden Fall ist es sein Rekord jetzt. Ja, das stimmt schon. Ich gönn's dem Typen auch. Naja, also, ich hab's hier.
Jokic ist auf 1, wenn mein Internet jetzt schneller laden würde. Yes, auf 2 ist Shai, auf 3 ist Giannis. Dann ist doch Luca. Oh. Ja, okay. Luca, ich sag ja 4, doch. Ich meine, es stand heute Morgen sogar noch drin. Jason Tatum auf 5. Ja, Jason Tatum 5. Und dann Domantas Sabonis auf der 6. Das ist 7 krass. Kawhi Leonard. 8 ist Kevin Durant. Und 9 Anthony Davis, 10 Devin Booker. Aber Antetokounmpo, der hat sich da ja irgendwie... Ich weiß nicht, wie er da landen kann, aber ohne jetzt irgendwie Sabonis zu nahe zu treten. Ey, der spielt eine geistkrank gute Saison, aber Bro. Keine Ahnung, für mich ist das kein MVP-Kandidat. Aber die gehen ja eh nur auch oft einfach nur nach Stats, ne? Ja. Ich sag mal, gestern, also jetzt, wir kommen direkt wieder zum MVP zurück, aber ich sag mal, gestern hat ja Orlando gegen, sag schon schnell, gegen Toronto gespielt und Orlando hat gewonnen und ich glaube, Wagner war dann auch irgendwie mit 19 Punkten und ich glaube 4 Rebounds oder so, war dann irgendwie Topscorer, war dann irgendwie auch so der Man of the Match, aber ich sag mal, Ben Carra hat 17 Punkte aufgelegt und eindeutige bessere Stats noch aufgelegt. Für mich wäre das dann eher ein Man of the Match als ein Franz Wagner, nur weil er 2 Punkte mehr geworfen hat. Und anderweitig jetzt bei Rebounds, Steals oder so. Und so ist es ja meistens auch bei den ganzen MVP-Leaders, dass die meistens ja auch durch die Stats... Ja, das stimmt schon. Was nicht immer der Fall ist, ich sag mal so ein Steve Nash, der zweimal, ich glaube 2 Jahre hintereinander gewonnen hat. 2005. Digga, das weiß ich nicht. Und wo Bryant eindeutig heftige Stats aufgelegt hat und er, wie jeder sagt, gerobbt wurde. Aber das gleiche Jahr war auch mit Dirk Nowitzki in dem Jahr, wo er 2007 MVP geworden ist. Ja. Da haben auch viele gesagt, ich weiß gar nicht, ob da war es auch Kobe Bryant, der hat eine überragende Saison gespielt. Wieso wird der es nicht? Mhm. Weil er auch. War das nicht noch die Saison, wo Dallas dann. Gegen Miami, oder was? Nee, wo die auch den Ring geholt haben. Wo Dirk MVP geworden ist? Ja. Nee, das war ja 2011, aber der ist 2007. 2007 ist der 2011, MVP. Genau, gegen Miami Heat in den Finals. Also da ist ja zumindest Finals-MVP geworden, 2011. Ja. Aber 2007 ist er richtiger Season-MVP geworden. Und da haben auch viele gesagt, wieso ist, ich glaube, es war Bryant. Kann mich auch täuschen. Mhm. Und davor mit Nash, meine, genauso. Das macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Wie viel effektest du das Game? Ja. Und ich glaube, ohne jetzt so einem Ben Carroll zu nahe zu treten, in meinen Augen ist er einfach nur die letzte Option in Dingen. Bei oft. Er ist halt ein kranker Offensivspieler. Ne? Ja, also wenn nichts geht, dann gibst du halt ihm den Ball. Meiner Meinung nach sind aber Franz, Moritz, wie heißt der Point Guard von denen? Cole Anthony. Oder Cole Anthony. Okay. Ich finde, die drei haben viel mehr Einfluss auf das Spiel oder mit dem Team allgemein. Als Ben Carroll. Irgendwie spielt er für mich mit und ist irgendwie der wichtigste Spieler bei denen, aber immer nur die letzte Option. Aber keine Ahnung, ich bin halt auch kein großer Ben Carroll-Fan, muss ich sagen. Ja. Okay, MVP-Ladder. Ja, ich finde schade, dass. Also, ich finde erstmal finde ich geil, dass Kawhi mit da drin ist. Ja, das auch. Das finde ich geil. Mhm. Definitiv. Weil er jetzt auch gesund ist. Mir fehlt da irgendwie ein Minnesota-Spieler. Digga, die spielen eine überragende Saison. Keiner ist in den ersten 10 drin. Keiner? Keiner. Und also, ich finde, Anthony Edwards spielt eine geile Saison. Stimmt, yo. Der hat auf jeden Fall ein Ranking verdient. Ich finde meiner Meinung nach besser als Sabonis. Aber gut, da sind dann wahrscheinlich die Zahlen, die was anderes sagen. Das meine ich nämlich wieder, da geht es wieder um Statistiken und da ist dann wie Sabonis. Wenn der ein Double-Double auflegt an Stats, dann ist der wahrscheinlich vor einem Anthony Edwards. Ne? Und der kann dann auch im Schnitt ruhig, weiß ich nicht, vielleicht 2-3 Punkte mehr machen, aber. Ja, das stimmt. Ja, Halliburton hat ja einen kleinen Durchbruch gehabt und ist falsch abgebogen. Er hat ein paar Scheißspiele aufgelegt und ist sofort raus aus dem Ranking gewesen. Der war ja auch eigentlich drinne, ich glaube sogar unter den ersten 7. Also, um nochmal kurz auf Edwards zurückzukommen, der legt 26 Punkte im Spiel auf, 5,3 Rebounds und ganz genau auf den Punkt 5 Assists. Ich weiß nicht, wie das bei guck mal, Sabonis aussieht. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der... Wusstet ihr, dass der Vater von Sabonis auch ja, in der NBA der hat bei Portland gespielt. Ja.
Der wurde nur gesagt, dass der krass sein soll. Wie ich sag, also der legt sogar fast auch im Schnitt ein Triple-Double auf, Sabonis. Also echt? Der legt 6 Punkte weniger im Schnitt auf, nur 20 Punkte, dafür aber 13,6 Rebounds pro Spiel und 8,4 Assists pro Game. Digga! Schon. Und da kannst du auch gerne 6 Punkte im Schnitt weniger auflegen. Dann ja. Okay, das ist krass. Schon gerechtfertigt, dass auf jeden Fall Sabonis da mit dabei ist. Ja gut, okay, dann andere Frage, warum ist Booker mit drin? Ja. Also ich mag Booker, ich finde Booker cool, aber du hast da einen Sandspieler mit drin und ich finde, KD ist auf jeden Fall einer, den man da immer mit reinhaben muss quasi. Kein Plan. Also für mich dann wenigstens Platz 10 Anthony Edwards, wenigstens. Aber keine Ahnung. Guckt euch mal an, die stehen, ich glaube, auf dem zweiten. Nee, erster am besten ist letzter nach Denver, dann kommt Oklahoma und dann kommt... Ah, okay. Sind die drei? Ja, immerhin. Ja, klar. Mit so einem Team. Dafür, dass sie letztes Jahr irgendwie zu dem Zeitpunkt Platz 10 waren. Ja, so. Ich glaube, die waren nicht mal im Play-In später, ne? Ich meine, die waren nicht mal im Play-In drin. Habe ich nicht im Kopf. Ja. Ja, keine Ahnung. Also gehört da für mich noch mit rein. Aber ja. Warum Luca? Ich finde den Typen einfach geil. Überleg mal, wie schlecht das Team von ihm um sich, also wie schlecht das Team um ihn rum so auflegt. Und also irgendwie schafft es trotzdem, dass sie jetzt nicht komplett untergehen. Gut, ja. Ich kann es voll nachvollziehen. Dabei. Ich wollte nur wissen, warum. Ja, also ich meine, so Most Valuable Player ist für mich halt einer, der so sein ganzes Team tragen kann. Und das sehe ich halt in ihm. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Lukas ist ein geiler Spieler. Ja. Und auch irgendwie so, man sieht ihm an, der hat da Spaß am Spiel, europäische Einflüsse. Wenn es nach Gilbert Arenas geht, muss er zwar raus aus der Liga, aber naja. Ja. Aber ich hab mir jetzt so ein Video angeguckt. Der soll wohl gar nicht mehr so heftig Bock haben. Wer jetzt? Luca? Also, ja, der soll nicht mehr Bock auf die Mavs haben. Echt? Oh. Ja. Ja, weil halt die Verantwortlichen verkacken es halt ein bisschen so im Team, ne? Ja, aber vielleicht liegt es auch an einem Geschäftsführerwechsel. Ja, Mark Cuban ist raus. Wer die jetzt mal gekauft? Keine Ahnung. Aber okay. Mark Cuban war auf jeden Fall so eigentlich, wenn du über einen Teammanager redest, dann redest du über Mark Cuban. Ja. Der war der auf jeden Fall sehr spielernah, teamnah. Ja. Ich weiß nicht, wer es jetzt ist, aber ich kann schon verstehen, warum ist man dann raus? Warum ist Mark Cuban raus? Wollte irgendwie. Der hat genug Geld. Wahrscheinlich. Also ich hab mir mal sein Video angeguckt von seiner Haustour. Digga. Der Typ ist, also, wow. Der ist so reich. Also ich glaube, wenn mir ein NBA-Team gehören würde, wäre ich auch, also. Digga. Also so Gemälde. Ja, der damals hängt sich da viel zu viele Gemälde rein, die einfach anfangen. Unfassbar teuer sind und dann halt, also ein Basketball-Court ist da mit drin und also wirklich wunderschön. Aber als er die ja damals schon aufgekauft hat, dann war das Anfang der 2000er ja auch, da war das ja auch ein Gurkenverein, kann man so sagen, auch so von der Vereinsführung und so, und da hatte der damals ja aber auch schon schweineviel Geld und das hat er jetzt, glaube ich, er hat auch den Wert der Mann oder des Vereins, ich glaube auch, ich weiß gar nicht, verdoppelt, verdreifacht oder so. Ich glaube, er hat die damals für 8 Millionen gekauft. 9 Millionen? Schnäppchen oder so. Eigentlich. Für ihn ist es wirklich ein Schnäppchen und ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Als wenn so ein NBA-Team nur so 8 Millionen kostet. Nein, also das sind nur wieder irgendwelche Fakten, die ich niemals. Niemals. Bro, guck mal, Lass zusammenlegen. Stopp, das gucke ich jetzt nach. Wir kaufen uns jetzt Boston, Digga. Nein, wir kaufen uns erstmal ein G-League-Team und dann gucken wir, was geht. Ich sag, G-League-Team kostet 5. Na, stell dir vor, wir stehen so an der Sideline oder so, gehen wir so selber so ab. Wow. Oh. So, wir haben gar keine Ahnung vom Basketball und so. Wir sind da die neuen Mark Cuban. Okay, stopp. Ja. Ich war ein bisschen drunter, aber nur ein kleines Stück. Also, Mark Cuban, laut Spox, also Mark Cuban hat die Mavs im Jahr 2000 aufgekauft für, gerade 80 Millionen. 8 Milliarden. 280 Millionen. Boah, und hat sie jetzt für 2,7 Milliarden verkauft. Oder nee, die stehen auf jeden jetzt bei einem Marktwert von 2,7 Milliarden. Digga, überleg mal, der Typ, also nur allein mit, Millionen, okay. Nur allein mit dem, stell dir mal vor, der hätte 8 Millionen bezahlt und die für 7 aber Milliarden. Ich hatte irgendwas verkauft. Noch mit 8 im Kopf. Ja, ich war, guck mal. Ja. Alles crazy, überleg mal, von 270 Millionen auf
2,7 Milliarden. Das ist, ja, und das innerhalb von zwei Jahrzehnten. Waren es 2,7 Milliarden? Ja, jetziger Markt. Ja, ich 7,2 verstanden. Okay. Nein, 2,7, aber es auch. Ja, ja, natürlich. Crazy. Aber ich habe gerade. Okay, das ist jetzt zwei Jahre her, der Artikel, aber. Oh, Digga, krank. Ja, okay. Digga, was sind das für Summen, Alter? 8 Millionen. Digga, für 8 Millionen. Ich sag, für 8 Millionen kriegst du momentan nicht mal Fechter. Keine Ahnung. Ich will ja auch nicht Fechter. Nee, aber ich meine, ich glaube, du kriegst nicht mal einen deutschen guten Verein. Für 8 Millionen kannst du dir noch nicht mal hier irgendwo ein Haus in Lübeck kaufen, weißt du, was ich meine? Stellt euch mal vor, so, man hat einfach das Geld und dann so, ja, Jungs, wollen wir jetzt ein NBA-Team kaufen? Alter, ja, aber da musst du überlegen, wenn du so viel Geld hast, dann ist ja schon fast so ein NBA-Team fast wie so ein Spielzeug. Ja, ja, deswegen. Ja. Einfach FIFA-Simulator. In Real Life. Einfach, Digga. Auf einmal hast du da so nur My Teams Play. Das wäre voll geil, Alter. Boah, die kriegen alle Tattoos von mir. Also du machst die auch. Du machst die jetzt in Tattoo. Habt ihr das eine gesehen? Ich glaube, es war bei einem Highschool-Game, da hat sich einer am Spielfeld dran tätowieren lassen. Ja, während des Freiwurfs. Ja, ne? Ja. Ah, du hast kein Social Media. Ich kenne aber nur dieses eine Video, wo sich einer, glaube, während eines Brooklyn-Spiels, auf jeden Fall während eines NBA-Spiels, einfach auch so die Haare schneiden lässt. Ja, das war. So. Aber wer ist das? Ist das auch irgendwie. Quavo? War das Quavo? Nein, auf jeden Fall auch eine. Kennt man wohl in Amerika, ich kannte ihn jetzt nicht. Aber der hat das öfter schon gemacht, sich die Haare schneiden lassen oder die Zähne geputzt oder so. Ich meine, es war ein Rapper. Ey, das kann sogar sein, dass es Rick Ross war. Rick Ross, glaube ich, war das. Der hat sich die Haare schneiden lassen. Beim Atlanta-Spiel war das, glaube ich. Ja. Auch eigentlich cooler Move so. Ja. Echt geil, Digga. Stell dir mal vor, du zahlst deinem. Also, der saß Courtzeit, ne? Also, ja, erstmal hat er schon auf jeden Fall mehrere tausend Euro für diesen Platz bezahlt. Dann hat er mehrere tausend Euro für diesen Platz zweimal bezahlt, weil sein Barber musste ja noch mit reinkommen. Ja, schön, du bist ein Barber einfach so. Und dann hat er dem Barber bestimmt auch noch ein bisschen Geld gegeben. Ja, das wahrscheinlich denke mal, sein eigener Barber. Ja, hat also verdient wahrscheinlich auch pro Haarschnitt schon so 400, 500 Dollar. Safe. Digga. Safe, definitiv. Sein Barber wäre ich gerne. Jo, so einmal für so einen Haarschnitt. Für einen Haarschnitt, überleg mal. Und die lassen sich dann wahrscheinlich noch irgendwie jede Woche einmal die Haare schneiden. So einfliegen und so. Also so, dass safe. Die dir so ein Privatjet stellen und so. Ich schwöre, ich glaube, der Barber hatte das Wochenende seines Lebens. Oder, ich weiß nicht. Für einen Haarschnitt. Crazy. Ey, Digga, ich würde einfach mit dem leben und dann seine Haare schneiden. Stell euch vor, der hätte den verkackt, den Haarschnitt. Damn. Oh mein Gott, stell dir vor, so wie Shaq, der dann immer so in die Ränge springt, wenn er so einen Ball hinterher springt. Aber er schneidet so die Haare und auf einmal rutscht er so weg. So die ganzen Haare sind weg. Ich glaube, der hatte Glatze oder so, ich weiß gar nicht. Ich hab nicht so viel Haare. Der hat auf jeden Fall, der hat so. So viel konnte man nicht verkacken. Nee. Nein, der hatte diesen typischen Schnitt mit diesen übertriebenen Konturen. Zack, ja? Zack. Weiß ich schon. Und ich glaube, es ist ein Buzzcut. Ein Busge. Wie sind wir jetzt auf Haare schneiden? Wir waren bei Luca und den Mavs. Ja. Luca. Wie viel Wert ja, genau. Stimmt. Ja, ja, ich finde, Luca ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Ein cooler Spieler. Wie gerade schon gesagt, die europäischen Einflüsse mag ich sehr bei ihm. Und seine Zahlen sprechen auch einfach für sich. Ne? Und ich finde auch, dass das Team jetzt mit Kyrie ist auf jeden Fall ein Team, was auch an Ring denken könnte. Dies Jahr auf jeden Fall. Also ja. Conference findet sich die auf jeden Fall. Habt ihr das mitgekriegt? Das war von dem einen Basket-Update, was du geschickt hast. Da das neueste Video, da hat, ich bin gerade ganz woanders, aber ist egal. Da hat D-Lo, also wie heißt der nochmal? Ja, D-Lo. Ja, wie heißt der richtig? D'Angelo Russell. D'Angelo Russell hat über Dennis Schröder gesprochen. Ja, aber ich. Digga, er meinte einfach gesehen. So von wegen. Dennis Schröder hat die. Während er bei den Lakers war. Während er bei den Lakers war, hat die Beziehung zu dem Coach und D'Angelo Russell echt gestört. Ja. Und er meinte so von wegen, und jetzt guckt mal, wer noch im Team ist und wer nicht. So, also das war schon so ein paar minimale Schüsse in die Richtung. Nicklichkeiten. Ja. Aber Dennis hat ja auch viel Spielzeit bekommen und D'Angelo in dem Jahr einfach auch nicht so viel, wie er sich es auch wahrscheinlich vorgestellt hat. Ja. Definitiv. Aber wo man jetzt noch schießt, so, ich denke mal. Ja, ich habe auch gedacht, das muss jetzt nicht sein, aber ich glaube, der war schon echt mad. Ja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also wenn das wirklich stimmen würde, dann... Ja. Also er meinte, und das ist ja auch irgendwo zu erklären, also bei von Dennis Schröder Zeiten bei Atlanta hatte der da wohl auch irgendwie Einflüsse mit drin. Ich weiß nicht, ob der auch Coach war oder so. Oder, ich kann es nicht sagen. Aber ja, auf jeden Fall gab es auf jeden Fall Zusammenhänge und das kam Dennis natürlich zugute. Also jetzt, ich kann mir das schon vorstellen, dass das dann irgendwie so gelaufen ist. Aber es ist natürlich irgendwie unnötig, dann noch so im Nachgang da so nachzutreten. Ja, noch was zu sagen. Das ist jetzt ja schon fast gefühlt auch wieder ein Jahr her. So. Ja. Und wie Dennis, wie D'Angelo Russell ja schon gesagt hat, irgendwas spricht ja für ihn. Er ist noch in dem Team und Dennis nicht. Dennis nicht. Ist auch momentan, also... Aber liegt ja auch daran, ich weiß gar nicht. Nee, das war das Jahr davor, wo er dann in Boston und Houston war. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass... Oder die wollten vielleicht mit ihm auch nicht verlängern. Der hat ja nur für ein Jahr einen Vertrag gehabt. Der hatte nur für ein Jahr, ja. Der hat ja vorher den Vertrag für ein Jahr abgelehnt. Genau. Hat dann bei Boston gesigned. Boston und... Für viel weniger Geld. Ja. Und dann Boston und Houston gespielt. Ja, und dann wieder zurück zu den Lakers gegangen. Yes. Für ein ähnliches Gehalt. Ja. Ja. Komisch, ja, aber. Ja. Die versuchen ja auch nur Geld zu machen. Ist halt auch deren Arbeit so, ne? Ja, natürlich. Aber bei den Summen ist für uns schlecht nach. Aber der hat ja halt 4 Jahre safe, glaube ich. Der hat einen 4-Jahres-Vertrag. Hätte er zugesagt. Hätte er zugesagt, ja. Er wollte halt mehr Geld, ne? Ja, genau, er wollte mehr Geld. Was hat er wollte, was wollte er? 80 Millionen? Nee. Er wollte einen NBA-Verein haben. Für 8 Millionen. Digga, ich weiß es gerade gar nicht. Es waren auf jeden Fall irgendwie pro Jahr 6 Millionen. Dann müsste es ja 6, 24. Nee. Nee, also ja. Wenig. Ja, 24. 24 Millionen für 4 Jahre. Kann das sein? Ah, das ist nicht, was er wollte. Nee, genau, das haben die ihm angeboten, ja. Okay, ja. Und dann hat er nämlich bei Boston für 1 Jahr und 5 Millionen gesigned. Stimmt. Ja. Wie viel verdient man dann im Monat? Genug. Zu viel. Warte mal, 6 Millionen im Jahr geteilt durch 12? Jungs, Mathe. Warte, 6 Millionen im Jahr geteilt durch 12? Hey, Siri. Also 6 durch 12. 6 ja. Millionen durch 12 eigentlich. Sind 0,5. Also 500.000. Ja. 500.000. 500.000 im Monat. Dafür würde ich nicht mal aufstehen. Dafür würde ich jetzt nicht alles machen, aber... würde ich auf jeden Fall schon morgens ausstehen. Ja. Da hätte ich ja noch nicht mal mehr Fieberträume. Unter 6 Millionen im Monat geht bei mir gar nichts. Ja, diese Stille war so. Oh Gott. Oh. Ja. Alter. Ja, Mann. Ach ja. Ansonsten, was ist noch passiert? Was ist noch passiert? Wendy! Ach so, stimmt. Genau, stimmt. Letzte Nacht hat dann, glaube ich, wie alt ist der Rekorder? Warte mal, 97, 98, Kopfrechnen. 13. Digga, wir rechnen zu viel im Podcast, 17. Mann. Also der Rekord ist 17, ja 17. Nein, länger. 97, 98, klar. 97, 98, wir haben 24, Gott. Bro. Oh. heute kracht es wieder bei mir. Das sind 26, 17 Jahre, alten Rekord eingestellt. Ich muss gerade auch nochmal genau 26 gucken. Jahre. Auf jeden Fall ist er der Erste seit 26, Rekord. 27 Jahren, der 200 Blocks in einer Saison jetzt bis dato geschafft hat. Und die Saison geht ja auch noch. Geht auch noch lang. Ein bisschen, genau. Das ist genau, crazy. Er ist der erste Rookie. Und das ist der Letzte. Tim weiß es, aber keiner rat, wer war der letzte Rookie, der das in der Saison 97. Real Talk, kommt man nicht drauf. 98 kommt geschafft man nicht hat. Drauf. Ratet. Gobier. Nee. Rudy Gobert. Nein, 97, 98 war der letzte. Seitdem hat das keiner geschafft. Digga, da kommt man nicht drauf. Das ist jetzt kein Shotblocker, also bekannt als kranker Shotblocker. Echt? Tim Duncan? Ich hab den, also es war Tim Duncan. Es war Tim Duncan. Ja. Ich hab den nicht als kranken Shotblocker in Erinnerung. Ich hätte jetzt eher so einen David Robinson gegeben. Klar, den jetzt in den letzten Jahren hier gespielt hat, war jetzt ja auch nicht mehr der, der Fitteste, so viel der Defense gespielt hat, aber gerade doch Mitte der 2000er. Was hatte der denn für Zahlen? Wie? Was hatte der genau für Zahlen?
Steht 200 Blocks. Ja, 200 also, Blocks. Nee, ich meine der Tim Duncan. Wie viel hatte der am Ende der Saison geschafft? Wie viel Blocks? Das weiß ich nicht, die Stats. Okay, das finden wir heraus. Ja, genau. Das interessiert mich jetzt. Das hat Wemby. So währenddessen, was kann man noch erzählen? Denver steht 9-1 seit den letzten 10 Spielen. Wir können ja auch einfach mal die Miami Tabelle Heat eingehen. 0-4. Und hat jetzt zum Glück diese Nacht gewonnen. Ja. Digga, das wär so gottlos. Die sind jetzt momentan Platz 7. Die sind quasi im Play-In drin. Im Play-In. Aber die waren die ganze Zeit 6. Stimmt. Wir gehen mal auf die Tabelle ein. So, wir können eigentlich auch sagen, ab jetzt geht's für uns eigentlich wöchentlich ans Mikrofon. Ja, stimmt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ey, ihr werdet es ja merken, wir sind wieder hier. Wir sind jetzt wöchentlich. Das war eine Woche zwei Wochen dazwischen. Wir sind jetzt wöchentlich am Mikrofon, am Mic. Und da können wir eigentlich auch jede Woche so auf die Tabelle einmal eingehen. Mhm. Oder so, weiß ich nicht, oder zwischendurch mal auf die Tabelle eingehen. Klar. Hätte jetzt, also zum Beispiel Eastern Conference auf der 1 sind die Celtics. Die haben auf jeden Fall schon Playoff-Platz geclincht, also die sind schon safe. Ja, letzten 10 Spiele 8-2. Die Bucks sind auf dem 2. 7-3. Also ich sage jetzt immer die letzten 10 Spiele. 10 Spiele, ja. Cavaliers 5-5. Dann kommen die Knicks 5-5. Dann kommen die Magic 7-3. Ja. Auch gute Form. Dann die Pacers 5-5. Digga, ich habe die Zahlen rausgefunden. Ach du Kacke. Ja, erzähl weiter, sorry. Miami Heat auch 5-5. 76ers sind bei 3-7. Die sind eher im Negativ. Dann die Bulls 5-5. Hawks 5-5. Die Nets 5-5. Einfach ziemlich viele 5-5er. Ja. 5-5. Für die wird es auch mal schwierig jetzt für Dennis und die Nets da noch reinzurutschen. Die sind ja auf einem Platz vor dem. Ja, aber für diejenigen, die gar nicht drin sind, Ben Simmons, der eigentlich Starting Point Guard bei den Nets, wird operiert. Der ist am ganz raus Rücken. Für die Saison. Also, ja, genau. Der hatte einen Bandscheibenvorfall, das war schon länger klar. Die haben es probiert, konservativ in den Griff zu kriegen. Es hat nicht funktioniert, mehrere Male dran gescheitert und jetzt wird er operiert. Ja, der Arme. Ja. Dann Raptors 2-8, Hornets 2-8, Pistons 4-6 und Wizards 2-8. Genau, dann kommen wir zu der Western Conference. Nuggets auf 1, 9-1 in den letzten 10. 2 sind die OKC Thunder, 7-3. Timberwolves auf 3 mit 6-4. Clippers 5-5. Pelicans 6-4. Kings, Sacramento Kings auf der 6 mit 6-4, die Phoenix Suns auf der 7 mit 6-4, Mavericks auf der 8, 5-5, Lakers auf der 9 mit 6-4, dann kommen die Warriors mit 5-5, Rockets 6-4, Jazz 3-7, Grizzlies 3-7, Trailblazers. Ganz kurz bei Jazz, will ich kurz was zwischenwerfen. Habt ihr das gesehen von Colin Sexton? Mhm. Diesen Putback-Dunk. Digga, ja. Der war aber nicht von Colin Sexton, das war von einem Teamkollegen. Nein, von Colin Sexton war nicht, genau, der ist hochgegangen, der wurde geblockt, hat sich den Ball wiedergeholt, ist dann so mit einem Dribbling rein und hat dann einen Reverse-Dunk gemacht. Das habe ich nicht gesehen. Digga, das war crazy. Okay, dann muss ich mir den nochmal angucken, den kenne ich nicht. Ja, dann, Portland Trailblazers auf einem 14 mit 4-6 und die Spurs. Auf der 15, die sind glaube ich auch schon 3, safe raus, 7, ne? Wo eben auch Pelicans, da hat ja jetzt ja auch Zion gestern Nacht auch sein 10. 30-Punkte-Spiel die Saison abgeliefert. Also der liegt auch auf jeden Fall dieses Jahr sehr starke Zahlen auf. Und er ist auch einfach gesund, so, das ist auch schön. Das ist wichtig, zu sehen, richtig. Ich habe es rausgefunden. Genau. Also Wembanyama steht so gerade auf ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, so 13., 14. Platz. Der kann auch einige schlagen. Also Elijah One zum Beispiel hatte 220, den kann er noch packen. Alles darüber wird schwierig. Zu welchen Stats jetzt? Also meisten Blocks in der Rookie-Season. Achso. Manute Bol führt das Ganze an. Sag mal, also mich würde das mal interessieren. Warte kurz. Könnt ihr drauf kommen, wie viele der hatte? 400. Alter, das sehr close. Ja, wahrscheinlich das Doppelte. 397. Hier, guckt ihr das an. Soll ich da einen Screenshot von machen, dann könnt ihr das auch Blocks sehen. Bei Rookie in der NBA. Aber Manute Bol, Junge, der muss ja auch wirklich nur die Arme hochheben. Ja. Aber wie groß 397 war ist auf jeden Fall immer noch, führt immer noch die Rekorde. Der an, war 7-7, oder? 7-7 oder 7-8. Aber dann verstehe ich jetzt nicht, den wo ist denn dann Tim Duncan? Tim Duncan ist kurz vor Wembanyama. Der hatte wahrscheinlich
Also er hat seit Tim Duncan war der Letzte, der die Marke geknackt hat von diesen 200. Okay, jetzt mal. Und Wembanyama hat es wieder geschafft. Aber Duncan ist hier nicht mit dabei. Doch. Da. Da. Ach da, okay. 206 Blocks hatte Duncan. Ich habe gesehen, aber Chet Holmgren war auch mit dabei. Also vielleicht schafft der das diese Saison auch noch. Als Zweiter dann. Der hatte 162. Ah, guck. Ja, dann packt er es wahrscheinlich auch noch. 162. Ja, obwohl, boah, wird hart. Boah, Manute Ball war 7'7" und umgerechnet sind das 2,31 Meter. Ja. Digga, was? Ich hatte 2,24 im Kopf. Das ist so riesig. Überleg mal, wie groß das ist. Aber was, der hat ja auch ultra lange Arme. Allein nur, wenn er die Arme nochmal hoch. Wo war der da? Kennt ihr das? Also er wird hier safe an die Decke kommen. Also meistens deine Wingspan genauso lang wie du. Genau. Ja, stimmt. Und bei Basketballspielern ist es nochmal länger. Also die meisten Basketballspieler haben das. Du entwickelst dich dahin. Wie hoch ist die Decke? 5 Meter? Also der würde da. Ja, guck mal, 2,24. Dann rechnest du, keine Ahnung, was ist, wie groß so ein Kopf? 30 Zentimeter? Boah, ich glaube, das ist ein riesiger Kopf dann. So, dann hast du keine Ahnung. So ein Jimmy Neutron. Keine Ahnung, ich würde sagen, wenn er die Arme gestreckt hat, dann ist er auf jeden Fall bei 3,17 oder so. Ich würde so sagen, knapp Ringhöhe. Ich würde fast schon sagen, knapp 4 Meter. Bro! Knapp 4 Meter. Nein, überleg mal. Digga, 4 Meter, dann müsste sein Arm 2,30 Meter lang sein. Seine Arme waren lang, aber nein, du hast recht. Also der ist der ist ja aus dem Stehen, konnte der, also ich glaube. An Ring fassen, ne? Der war da über dem Ring schon, also der konnte. Ja, dann wird er auf jeden Fall über 3,17 sein, aber. Ja. Weil es gibt aber auch kein Bild von ihm, wo er die Arme oben hat, ne? Nein? Guck gerade, ne. Die Kamera auf jeden Fall, konnte das nicht einfangen. Es gibt auf jeden Fall ein Bild 16 mit zu 9 Maxi reicht Bogues. Ja, aber auch irgendwie 38 zu 9. Ja. Es gibt auch ein Bild mit Maxi Bogues. Kennt ihr das? Ja, wo er so. Genau, das habe ich jetzt gerade auch hier. Digga, das ist geil. Das kennt man, ist auch mit so das Bekannteste. Ja, Maxi Bogues kann ihm einfach im Stehen einen. Beep, 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 beep. Also hier ist ein Bild von ihm, wo er die Arme oben hat, aber der hat ihn nicht ganz nach oben gestreckt und da ist er schon. Ist er schon am Korb. Ach du heilige Scheiße. Na, guck mal, da fehlen bestimmt noch mal so 5 bis 10 Zentimeter mehr. Ja, dann wird er auf jeden Fall 20 Zentimeter oder so, die noch nach oben gehen. Also, die und da war ja der noch nicht ausgewachsen. Ja, ja, das ist noch jung. Da ist er noch jung. Das ist Younger. Yes. Ja, vielleicht erreichen wir die Größe auch irgendwann noch. Ja, also es gibt bestimmt Möglichkeiten, so Wachstumshormone, die man noch nehmen könnte, eventuell. Ich meine nicht körperlich, ich meine geistig. Wir haben heute viel zu viel Stillen. Ich könnte auch so einfügen, diese Grillen. So. Ja, ja. Nehmen wir sonst, was ist sonst noch passiert? Ich ein bisschen was aufgeschrieben. Ich glaube NBA aber gar nicht so viel. Ich habe auch gestern noch gesehen, dass das ist fast schon geleakt, aber ja. Stephen Currys 3-Punkte Percentage liegt bei 40,7. Wo liegt die bei LeBron? Besser oder schlechter? Ich sag dezent besser. Beide haben dies ja genau die gleiche Percentage. Ah, krass. Also LeBron wird von Jahr zu Jahr. Ich hab doch was. Ja. Habt ihr das mitgekriegt von dem Mavs-Spieler Gelford oder wie der heißt? Der aus Washington gekommen ist? Ja. Ja, nee, also, nee. Der hat fast Will Chamberlains Rekord gebrochen. Ach, mit den, mit den 35 Punkten am Stück. Also nicht viele, 35 Korb-Erfolge, also kein in den. Also, ja. In den Spielen, die er gespielt hat, hat er hintereinander auf jeden Fall kein einziges Mal verworfen und dann war er bei 33. Und 33 und seit 34 hat er verworfen. Ja, und Chamberlain hatte 35. Also, dass er durchgehend getroffen hat bei jedem Wurf. Ja. Auch bei spielübergreifend. Jedem Wurf. Spielübergreifend. Consecutive. So. Mal hintereinander. Also hatte der die ganze Zeit Spiele, wo er 100% getroffen hat. Ja, crazy. Jo. Und vorher hat es halt nur Will Chamberlain geschafft mit 35 Korb-Erfolgen also hintereinander. Ja, aber ich denke mal, Will Chamberlain hat das so in 2 Spielen gemacht. Also. Wahrscheinlich. Ja, es kann schon sein. Ich weiß gar nicht, wie viel Treffer hatte der bei seinem 100-Punkte-Spiel? Alter, wahrscheinlich war das das. Stimmt, überlegt, aber nee, also da hat er wahrscheinlich auch was verworfen, aber ja, aber stell dir mal vor, der ist so ein Wochenende einfach so
Ist ja mal früh schlafen gegangen und dann. Weiß ich nicht. Und nicht feiern gegangen. Der soll ja auch richtig bekannt dafür gewesen sein, dass der ja auch viel feiern war. Deswegen genau, sage ich ja. So, okay, es gibt doch diesen irgendwie. Er hat den Überblick darüber verloren, mit wie vielen Frauen er geschlafen hat. Aber das Gleiche war auch genauso mit Magic Johnson. Der war ja auch genauso verrückt drauf. Ja, oh. Digga. Und dann kam Dennis. Dennis Rodman, der war der verrückteste von allen. Dennis Rodman hat sich selber geheiratet. So eine geile Story. Ich weiß gar nicht mehr, von wem die war. Auf jeden Fall, da wurde ja auch gesagt, ich glaube, da hat er schon in Dallas gespielt. Also nach seinem Jahr oder nach seinen Jahren in Detroit und Chicago. Das war dann ja, oder war es bei L.A.? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall hat dann auch ein Teamkollege gesagt, dass der einfach nur widerlich anscheinend war. Also so rein, wie der Typ drauf war. So, der ist teilweise während des Teams essen, ist er irgendwie einfach weggegangen, ist duschen gegangen oder so. Oder der ist teilweise vor einem Spiel. Wer jetzt? Dennis Rodman. So ein paar Minuten, so vor Spieltreff oder so, für Spiel ist er teilweise erst gekommen. Ja. War voll am Stinken, weil er wohl, weiß ich nicht, die ganze Nacht am Durchfeiern war. Ja. Hat gespielt, ist aus dem Stadion raus, ist direkt wieder feiern gegangen. Ja, das war ja und auch hat, in den Finals Run. Ja, aber auch, hä? Das war auch im Finals-Run mit Michael Jordan. Das kann auch sein, aber die Jahre dann, wahrscheinlich hat er das immer so gemacht. Ja. Und ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, sagt auf jeden Fall. Und dann waren wir mit ihm zusammen feiern und es waren immer die hübschesten Frauen um ihn, aber der Typ hat gestunken wie sonst was. Ich glaube, es ist einfach, Alter, Charakter macht. Das sind die Pheromone. Das ist Charakter, du kannst noch so sehr stinken. Der Typ ist krass. Ja, Mann. Der Typ ist wirklich krass. Der ist ja auch erst übertrieben spät gedraftet worden. Ich glaube, ja. Also wenn ich schätzen müsste, irgendwo 30 oder so. Also der war wirklich alt, also für Draft-Verhältnisse. 30 war natürlich übertrieben. Okay, gibt es nicht jetzt mittlerweile auch also ein Limit, bis wann man gedraftet werden darf? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Hä, safe? Ich glaube schon. Echt? Ich glaube nicht, dass sich so ein 30-Jähriger einfach zu einem Draft anmelden Ja, die melden sich ja nicht an, die kriegen ja, wenn, ein Vertragsangebot oder so. Mhm. Würde ich die werden dann schon irgendwo als Profi spielen. Ja. Und dann halt. Ich sag mal, die meisten, die ja jetzt auch teilweise overseas kommen. Lass mal auch zum Draft anmelden. Könnte man das nicht einfach so machen? Ja, kannst du machen. Lass dann einfach zum Draft anmelden. Hey, das wäre übel lustig, wenn du dann so in der offiziellen NBA-Liste so einfach so zum Draft angemeldet stehst. Ich glaube, es gibt schon so ein. Also, du musst ja dann. Du machst dann ja. Wie heißt das? Da, wo die getestet werden. Combine, ja. Und da wirst du dann aussortiert. Also das ist wie die Aussortierung. Also ich glaube, im Combine würden wir auch, also so vom rein Athletischen würden wir schon mithalten untergehen können. Nee, ich glaube nicht, dass wir so komplett untergehen würden. Ich glaube, also ich meine. Meinst du das ernst? Ja, also wenn wir richtig trainieren würden dafür, Alter, schon. Bro, also da. Ich gehe da ohne Training hin. Da, also ich habe mir das mal angeguckt. Athletisch sind wir alle. Ja, okay, ich habe mir das mal angeguckt, aber das ist schon hart. Also du musst, die gucken Parameter, Paramezias. Lukas? Nein, die gucken halt, wie schnell du dich seitlich bewegen kannst. Die gucken, wie hoch du springen kannst. Die gucken, wie viele Dreier du am Stück triffst. Ja, okay, da bin ich raus. Fliegt ja schon der erste Klonbackstein. Ja, und dann irgendwie noch ein Endgame. Und das ist wohl richtig hart. Also das Endgame kann ich mir vorstellen, dass das sehr hart sein soll. Also. Und dann brauchst du wirklich, also Manager müssen sich dich angucken und sagen, ja doch, das könnte was werden. Egal. Also erst wenn die wissen, dass... Ich würde sagen, alles egal, weil man kann alles über den Haufen schmeißen. Ja. Wir kommen einfach mit deutscher Pünktlichkeit. Das reicht. Das reicht. Wir überzeugen die mit deutscher Pünktlichkeit. Na gut, ihr so sagt's. Drei Tage vorm Combine schon da und wärmen uns auf. Ey, es gibt solche Sachen. Es gab zum Beispiel, hat ein Arbeitskollege mir erzählt, es gab eine Physiotherapeutin, die hatte keine Fortbildung, kein gar nichts. Die hat sich einfach bei Olympia in dieser Olympiastadt in Deutschland beworben, als Physiotherapeutin. Das gibt eine machst du eigentlich Stadt? Nicht. Ja, da sind so ein Olympiateam, meinst du? Genau. Ja, das nee, das ist schon so eine kleine Stadt und die trainieren da halt. Also wie Wolfsburg mit VW. So ungefähr. Okay. Die treffen sich da und trainieren da halt, ne? Und sie hat sich einfach beworben, obwohl sie gar keine Fortbildung hat, nichts. Und die fanden das so frech, dass sie die eingeladen haben. Echt? Und ihr das gesagt haben, aber ihr gleichzeitig auch gesagt haben, die fanden das so frech und so cool, dass sie die einstellen. Die Eier musst du mal haben. Digga, also ja, Big Time. Manchmal muss man das einfach machen. Ja. Manchmal ist das so. Das stimmt. Geistkrank, ich würde am Leben nicht dran denken. Nee. Der wurde 86 wurde er übrigens gedraftet. Ja. 86, da war er
Wie alt ist er? Oh, warte mal. 86, Dennis Rodman, Alter. 61, dann war der. Kann ich jetzt Alter, der war 27. Guck mal, 30 war gar nicht so schlecht. Krass. Das ist ja echt spät und der hat ja noch recht lang gespielt. Ja. Und der hat ja, wenn er 86 und wann hat er aufgehört? 2004? Echt? 2003? Irgendwie so um den Dreh, glaube ich. Ich kann auch. Doch. 2003? Der hat auf jeden Fall in die 2000er auch reingespielt. Da bin ich das weiß ich nicht. Das Jahr genau. Könnte ich jetzt nicht sagen. Ja, aber 27, eigentlich war der Hausmeister, aber hat es dann trotzdem noch probiert. Der hatte irgendwie einen Nebenjob als Hausmeister. Ja, krass. Ja. Ja, es ist nie zu spät. Believe in your dreams. Mm. It's American dream, always. Eigentlich ist das auch richtig interessant. Also wir könnten auch in so eine Folge über so auch so bestimmte Spieler, die so einen heftigen Werdegang haben. Also vielleicht laden wir Dennis Rodman einfach mal ein. Nein, auf Lock. So, und dann kommt er wirklich hier hin. Weil wir so frech eine Anfrage geschickt Alter. Haben. Alter. Dann sagt er auch, dann lernt er auch Deutsch währenddessen. Ja. Und dann spricht er mit uns Für Deutsch. Für uns. Nein, deinen Cousin brauchen wir erstmal. Der muss erstmal Deutsch lernen. Ach, stimmt. Bis der kommt. ja, krass. Wir hängen immer noch in der NBA. Ey. Lonzo Ball kommt bald wieder. Stimmt, ja. he will be back. Aber bald weiß ich nicht. Also ich glaube, das dauert schon noch ein bisschen. Er ist auf jeden Fall am Trainieren. Also ich denke mal nächste Saison. Er darf wieder cutten, er darf wieder springen, er darf sprinten. Ja, das ist schon mal. Das ist schon, also der ist schon Endphase Reha eigentlich. Echt? Mhm. Ja, ja. Aber dann, also, ich denke mal trotzdem, in dem Moment, Jahr, wo du schnelle Wechselbewegungen hast, bist du immer Endphase okay. Reha. Okay. Was hatte der für eine Verletzung nochmal? Ich vermute mal Meniskus, wenn das so lange raus war. 2 Jahre wäre raus, ne? Ja. Ja, mit so Unterbrechung, ich glaube kurz. Meniskus oder Unhappy Triad, irgendwie sowas. Also Kreuzband. Außenband und Meniskusschaden, würde ich jetzt mal vermuten. Also der hat ja auf jeden Fall, der hat auch eine Arthrose in den Knien ja gehabt und so. Der wird kein neues Knie bekommen haben, weil damit darfst du nicht mehr Basketball spielen. Aber ja, irgendwie sowas wird er auf jeden Fall gehabt haben, weil wenn du eine Meniskus-OP hattest, dann hast du eine Teilbelastung und da dich dann langsam wieder in die richtige Belastung ranzuführen, kann schon dauern. Dann drücken wir mal die Daumen, dass er jetzt gesund bleibt. Vor allem auch so ein geiler Spieler eigentlich. Ja, ja. Ich wollte den erst nehmen, letztes Mal bei der Folge 2. Obwohl ich am Anfang dachte ich ja die ganze Zeit, wo er bei LA gespielt hat. Aber seitdem er in Chicago ist, muss ich sagen, also mochte ich den, also bei den Bulls war der immer schon mehr. Geil. Das war schon echt, also ist ein geiler Zocker. Und auch, weil er an seinem Beruf gearbeitet hat, das musste er ja unbedingt machen. Das hat er ja sogar selber mal erzählt. Da hat ja der Shooting Coach bei LA ihm ja auch gesagt, nee, Junge, so musst du werfen. Und dann hat er wohl das ein, zwei Mal versucht und meinte nur so, fuck it. Und hat dann auch, ich glaube, der hat auch in das erste Jahr in LA auch, ich glaube, die ganze Zeit diesen komischen Jumpshot noch gehabt. Ja, und ich glaube, so dann dieser, auch erst, dieser Dreh, der hatte auf jeden Fall den quickest Release mit Abstand. Aber dafür hat er, glaube ich, im zweiten Jahr dann, meine ich, war das, dass er dann aber auch wirklich die Wurfform geändert hat, weil es ging so nicht. Er hatte ja auch eine richtig schlechte, ich glaube, von 3 hatte der, ich glaube, der unter 30% geworfen ist im ersten Jahr. Auf jeden Fall nicht auf gut. Also generell, oder was? Generell war seine Wurfquote nicht so stark in dem ersten Jahr. Krass. Mhm. Hatte ein paar Highlight Games und so. Aber ja, aber jetzt bei Bulls hat er ja auf jeden Fall eine wichtige Rolle gespielt. Ne? Ja, definitiv. Ja. Haben wir noch was zur NBA? Ich glaube, das war's das für war's. Die NBA. Gibt NBA werdet mal wieder spannender, sehe ich so. Nee, dann switchen wir mal. Wollen wir zur Euroleague switchen? Ja. Da ist ja auch ein bisschen passiert. Mit auf jeden Fall mit Bayern. Die haben ja, wie schon erzählt, gestern gegen den direkten Konkurrenten Zalgiris, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, gewonnen. Also echt, ich habe mir die Highlights angeguckt. Also ein richtig defensiv starkes Spiel von den Bayern. Dann auch am Ende einfach verdient gewonnen. Und sind jetzt mit dem 10. Platz, der ja noch Play-In-Platz ist, und dem 11. Platz sind die alle gleich von den Siegen her. Ich glaube, 13 Siege, 16 Niederlagen. Ja, also die müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass sie die nächsten 2 Spiele, denke ich mal, auf jeden Fall gewinnen müssen, um das auch diesen Platz zu bewahren und auf jeden Fall noch mit reinzurutschen, weil die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Ja, dafür hat ja dann Alba Platz 12 oder was? Was? Platz Bayern? 12 ist Bayern, ne? Die sind dann Platz 12 oder 13. Auf jeden Fall sind die punktgleich. Ja, ja. Genau. Und ja, Alba ist ja letzter, aber dafür haben sie jetzt gegen Monaco, die haben gegen Monaco auch gestern oder vorgestern schon gespielt. Dafür haben sie, glaube ich, nur 80-72 verloren und ein starkes Spiel gemacht. Also haben sich auf jeden Fall nicht abschlachten lassen. Ja, aber für die geht Obwohl ja Monaco auch wirklich sehr gutes. Sehr nochmal Props an Mike James. Ich weiß gar nicht, wer es mit
ich glaube, du hattest ja, genau, ich hatte das in die Story gepostet. All-Time-Scoring-Leader jetzt von der Euroleague. Mhm. Geiler Zocker, ne? Und ja, aber vor Alba läuft ja, ist ja die Euroleague-Saison sowieso durch. Sind ja abgeschlagen, letzter mit 2 Siegen und ich glaube 27 Niederlagen dann. Ah, übrigens, Side-Fact: Mike James und Kahn sind im selben Krankenhaus geboren. Ja, also man munkelt auch, dass wir vertauscht und irgendwo, also ja, verwandt sind auch. Ah, okay. Aber ja, steht halt noch nicht. Mhm. Also DNA-Test wurde schon angefordert, aber Mike James antwortet irgendwie nicht. Okay, krass. No cap. Shit, ey. Ich habe ihm auch auf Instagram geschrieben, deswegen nochmal, aber irgendwie, keine Ahnung. Aber der ist anders geworden, seitdem er in Monaco ist. Ja, irgendwie seitdem ist er anders. Ist anders geworden. Komm, ist eigentlich Lübecker Legende. Stimmt. Ja. Also wir haben alle das Potenzial in ihm gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein, so, weil im Training ist er untergegangen, aber so, weiß ich nicht. Also das harte Training mit uns hat wohl, also scheint wohl die Früchte zu tragen. Meine Mutter hört das, nicht, dass sie denkt, das stimmt. Also die meinte auch zu mir, wollt ihr wirklich einen Podcast in der Sauna aufnehmen? Ich so, Mama, Kahn hat gesagt, wir legen die Kabel durch den Boden. Also Mama, keine Angst, also Mike James kennen wir nicht, Mike James ist ein Superspieler und keine Angst, wir nehmen keinen Podcast in der Sauna auf. Vielleicht. Also rein theoretisch und wäre schon möglich. Und wenn, dann auch nur nackig. Nackig. Ja. Also das können wir dann halt nicht auf YouTube posten. Ja. Da müssten wir andere Seiten andere benutzen. Andere, so auf so Seiten, so, ist halt so unser Logo. Ach, du meinst ein so. YouTube Premium? Ah, okay. Ja. Wir packen auch so OnlyFans-Link in den der Triple Threat Only. Oh, aber wo man dann nur unsere Füße sehen kann. Nein, das willst du nicht sehen. Nein, das willst du nicht. Ach, stimmt, ja. Da war ja was. Ja, also meine, also für die Leute, die es nicht wissen, meine Zehen sind immer blau. Und nicht wissen wollen. Die sind immer blau. Echt? Ja. Das ist crazy. Wegen dem Nagellack. Ja, genau, weil ich die immer lackiere. Ja. Camille, hilf mal, Mann. So. Sieht immer schlimm aus, der kann das nicht. Ja. Kann nicht lackieren. Ja, nee, Mike James ist, ist auf jeden Fall jetzt derjenige mit den meisten Punkten. Ja. All time in der Euroleague. Genau. Also hat quasi Geschichte geschrieben. Ja. Richtig. Oh ja, und sonst ist in der Euroleague, also was ich jetzt so gesehen habe, nicht jetzt so viel passiert. Oben hat sich jetzt auch nicht viel beendet bei Real und Barcelona und Panathinaikos und Monaco, die da umstehen. Mhm. Ich glaube, Real ist auch immer noch Erster. Ich glaube, das bleiben sie auch bis zu den Playoffs bleiben. Jo. Ja. Weiß nicht. BBL? Easy Credit. Ich habe jemanden kennengelernt. Ah ja, stimmt. Erzähl mal. Das muss ich erzählen. Ich habe jemanden kennengelernt, der mitunter ein Sponsoring bei den Artland Dragons hatte, also da irgendwie relativ gut dabei war und auch irgendwie Aktien in Rasta Fechter hatte. Den habe ich kennengelernt. Der hat gesagt, der besorgt mir Freikarten. Oh. Crazy. Der kennt sogar Isaiah Hartenstein. Was war das denn für eine Behandlung dann, die du ihm gegeben hast? Okay, I see. Es würde ähnlich auf YouTube Premium gepostet werden. Okay, I see. Ja, also wirklich unfassbar interessanter Kerl. Da hattet ihr beiden auch einen Hartenstein, ne? Ja. Okay. Der hat mir erzählt, das wusste ich gar nicht. Wusstet ihr, dass Artland Dragons von Hartensteins Vater trainiert wurden? Nee. Krass, ne? Der Trainer von den Artland Dragons war Hartensteins Papa. Boah, der Typ muss aber auch richtig stolz sein jetzt, ne? Jo. Ja. Stell dir mal vor, du hast deinen eigenen Sohn trainiert und der spielt jetzt in der NBA. Timo, du bist der Nächste. Nino? Nino, ja. Acker. Stimmt. Acker jeden Tag? Ackern. Ja gut, ich meine, Artland Dragons ist jetzt nochmal eine andere Rubrik wie Lübbecke, aber trotzdem. Ja. Ja, ist krass. Safe. Das ist krass. Ja. Artland Dragons, von den Artland Dragons in die NBA. Der hat wohl auch noch einen kleinen Bruder, also der Hartenstein. Aber ich weiß nicht, ob der spielt. und das ist Jonas Karlburg. Klein Hartenstein. Klein Hartenstein. Mein Gott, Digga. Nee, auf jeden Fall. Kommen wir nochmal zu dem zurück. Rasta Fechter hat gegen Bayern gewonnen. Stimmt, geiles Spiel. Alter. Uff. Das war crazy. In der Overtime. Und da ist uns erst aufgefallen, wie viele Spieler da aus der NBA irgendwie dabei sind. Also mir zumindest. Ja, mir auch. Ja. Carsten Edwards, früherer Boston-Spieler. Serge Ibaka, früherer Überall-Spieler. Der hatte, glaube ich, ganz. Champ. Ja, stimmt. Mit Denver. Nein. Denver? Der war nicht bei Denver. Hat Ibaka nicht bei Golden State gespielt? Nein. Nein, Golden State nicht.
Lakers! Auch nicht. Hä, der hat doch. Hat er, war ja, nicht der, bei, er hat nie in NBA gespielt. Toronto! Oh mein Gott, Digga! Toronto, ja. Du meinst vielleicht D'Andre Jordan. Der spielt ja bei den Nuggets. Ich hab, ja. Und der Spieler von Rasta Fechter, genau. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber ich glaube, die haben noch einen, die haben noch, auch noch einen Spieler mit NBA-Erfahrung. Die haben auch am Anfang der Saison auch einen verpflichtet, aber den haben sie direkt wieder gekickt. Ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, also der Aufbauspieler, wie hieß der nochmal von Fechter? Okay, aber der ist auch stark, der ist ziemlich stark. Auf jeden Fall der Glatzköpfige. Ich suche mal den Namen raus, bevor der wir Glatzköpfige, ihn nur als Glatzköpfigen bezeichnen. Der, ja. Der war bei Orlando im Team und der war bei Philly im Team. Stimmt. Aber nur, stand nur im Kader. Ich glaube, der hat kein Spiel gespielt. Ja. Der spielt auf jeden Fall jetzt in Fechter. Das ist verrückt. Hättet ihr Bock auf ein Bayern-Spiel? Alter, ja. Einfach mal hinzufahren. Und Bayern-Spiel zu absolut. Wir wollten eigentlich. Was war denn nochmal unsere Wette vom letzten Mal? Wenn Oklahoma in die Finals kommt und in der ersten Runde in den Finals nicht verliert. Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, die verkacken. Also die kommen nicht in die Finals, ihr habt gesagt, die kommen in die Finals. Ja. So, und wenn das, die verlieren, wenn die nicht in die Finals kommen, dann darf ich, nee, dann sucht ihr ein Spiel aus und genau, bezahlt stimmt. mir die Karte. Also, wenn die in die Finals kommen genau. dann dürft ihr trotzdem das Spiel aussuchen und ich bezahle euch die Karten. Also ich hätte schon Bock auf ein Euroleague-Game. Am besten aber, wenn irgendwie so aus Serbien eine Mannschaft da ist. Die sind immer am heftigsten, oder aus Griechenland? Ja. Griechenland. Aber ja. die aus Serbien, also Bratislava da. Das Spiel von Panathinaikos war gar nicht ausverkauft bis vor kurzem. Echt? Bayern Panathinaikos. Ich glaube, das ist so, wie, das ist übel unterm Radar durch. Also so, ich habe auch die Highlights auf YouTube von Fechter und Bayern haben auch nur 700 Leute geguckt. 700 Views, überleg mal. Ja. Die haben 67 Leute haben es geliked. Digga! Okay, das ist krass. Ja, das ist halt wir haben fast mehr Aufrufe auf so. Unser Podcast. Dings, aber Glatzkopf, Tommy Kusch. Kusche. Tommy Kusche. Kusche? Kusche? OG Kusche. Kusche. Und er hat, also er war im Kader und er hat bei den Austin Spurs, das ist ein G-League-Team gespielt. Ah. Also das war, ich glaube, das ist das G-League-Team dann von San Antonio. Austin Spurs. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Der war sogar in der NCAA. Yes. Krass. Ist der Amerikaner oder was? Ja, Amerikaner. Der ist Amerikaner, genau. Crazy. Richtig. Ja, nee. Und dann, und dieser Booker, ne, von Bayern ist auch ja, irgendwie. Ja, genau, ich meine, der hat eigentlich. Malte Jonas zumindest. Wir gucken das auch nicht weiter nach. Doch, das ist jetzt einfach das so. Das gucke ich ja, also jetzt einige, nach. Einige NBA-Erfahrungen haben. Also Bayern in der NBA bald. Ja. Und das meinst Witzige. Du, meinst du als nächstes Ausländerteam neben Toronto? Ist, ja, der heißt auch wirklich Devin Booker. Also, der ist, was? Ja, ja. Devin Booker einfach. Ich meine. Devin Booker auf Wish, aber. Ja, welcher ist auf Wish? Ich habe gelogen. Er, hatte der, kein, er hat keine NBA-Erfahrung, aber ja. er hat vorher viel in Frankreich gespielt. Ja. Wie kommt es eigentlich zustande, dass Toronto in der NBA ist? Digga, das ist eine richtig gute Frage, aber früher war ja Vancouver auch in der NBA. Ist ja auch Kanada? Vancouver Wolves, so wie die Grizzlies. Grizzlies, genau, das ist ja jetzt Memphis. Also es gab zwei kanadische Teams in der NBA. Guck mal, und Kanada ist ja direkt angrenzend. Über Angrenzen ja. an Amerika. Dann könntest du auch rein theoretisch auch mexikanische Teams in der NBA geben, oder? Dafür sind die zu schlecht. Dafür dürfen die gar nicht rein. Digga, es gab glaube ich, drei oder vier Mexikaner in der NBA und momentan ja. spielt einer. Ja, stimmt, sind auch meistens zu klein. Also eben. Klar, obwohl, das macht ja gar keinen Sinn. Ich sag mal, in Toronto spielen ja nicht nur Kanadier. Nee. Weil Khan sagte gerade. Ah, oh, stimmt. Also müssten in Mexiko dürfen nur mexikanische Schüler, deswegen war ich gerade so. Nee, das stimmt. Ich sag mal so, ich weiß gar nicht, glaube, möglich wäre das. Ich sag mal, wenn es dort einen Investor gibt und da, das ist, glaube ich, auch mit Toronto oder mit Kanada ja vertraglich. Ich hab, Alter! Ich hab die Idee. 8 Millionen! Ach, fuck, ey. Ich hab die Idee. Wir kaufen uns einen Basketballverein in Mexiko, angrenzend zu den USA. Und ich sag euch, die sind billiger als 8 Millionen. Und machen den groß. Mit welchem Geld? Könnt ihr mir eine Stadt in Mexiko außer Mexico City nennen? Tijuana? Weiß ich nicht. Ich kenn keine. Ich auch nicht. Guantanamo. Wir werden es noch finden dann. Keine Ahnung, Guantanamo Bay gibt es, aber ich weiß nicht, was Mexiko. Das ist. Das gehört mit zu Amerika, oder?
weiß auch nicht. Ist auch egal. Wir sind ein Basketball-Podcast. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Bayern. Wir wollten Bayern einen Fechter. Mexikanischen Basketballverein kaufen. Nein, wollen wir nicht. Für 8 Millionen. Ich sag dir, billiger. Billiger, okay. Wir gucken mal. Ich guck jetzt auf eBay. Stellt euch vor, die Bild berichtet neue Investoren so, okay. Für eine mexikanische Bundesliga. Oh. Vielleicht holen wir Mexiko in die Bundesliga. Oder die Bundesliga nach Mexiko. Oder das. Oh, Alter, Mann, verdammt. Wir haben mit Danny auch nochmal gesprochen. Also es sind ja immer Vorbereitungsspiele in der NBA. Und das war ja auch meist gegen Real Madrid, gegen so Dubai-Vereine und so. Boah. Warum, also wie wahrscheinlich ist es, dass vielleicht wirklich nächstes Jahr mal Bayern als Vorbereitungsspiel ist? Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich nicht so gering. Ne? Also ja, ich meine, so wie die gerade auflegen. Also die werden halt wieder nicht ernst spielen. Ja, ich glaube, Real Madrid hat alle Spiele gewonnen gegen wen die da auch gespielt haben, weil die ich glaube, gegen San Antonio gespielt und gegen Oklahoma, meine ich, wieder. Ich hatte sogar Mavs im Kopf. Kann auch sein, ja, das kann auch sein. Gibt es bei 2K eigentlich Euroleague-Teams? Nein, oder? Nee. Es gab mal europäische Gab's Teams. Früher. Also auch Euroleague, also es gab Alba gab es in einem Jahr, es gab Bamberg gab es sogar. Ja, da war es sogar gab, Daniel Theiss. Es gab sogar Real Madrid. Es gab sogar Real Madrid und da hat Luka Doncic da noch gespielt. Jo. Und du konntest ihn da spielen. Cool. Du konntest Luka Doncic irgendwie. Oh, ich muss so zu Hause mal nachgucken, mal kurz die Xbox 360 anschmeißen, dann könnte ich genau sagen, welches Jahr das war, wo die mit dabei waren bei 2K. Das war ganz geil. Da gab es echt viele europäische Mannschaften. Eigentlich schade, dass es nicht mehr so ist. Ja. Da war, glaube ich, auch Olympiakos. Aber es gibt doch auch gar kein europäisches Basketballspiel, oder? Nö. Wenn ich jetzt so überlege? Nö. Was? Also so nächste Investition, Jungs. 8 Millionen. Millionen Euro. Aber wie meinst du das? Also so, ich meine, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel bei FIFA gibt es ja FIFA und dann sind da alle Teams mit drin aus Europa und was weiß ich. Ach so, du meinst jetzt das bei 2K ja. So? Ja, ja. Da gibt es ja nur, Nur NBA. NBA, 2K. NBA ja. Und WNBA. Ich weiß nicht, wie es bei dem neuen G-League, NBA... Oder? Nee, G-League nicht. Also es gab mal bei 2K12, da konntest du auch die G-League Playoffs spielen. Aber da hattest du keine G-League-Teams mit dabei. Das ist absolut random, wenn du die G-League-Playoffs spielen kannst ohne G-League-Teams. Doch, das ist kein Spaß. Was sind wir jetzt eigentlich wieder bei... Ah, okay, ich hab's, ja. Was? Ich wusste gerade nicht, wie wir jetzt bei NBA gekommen sind. Wir waren bei der Easy Credit. Ja. Basketball-Bundesliga. Lass da vielleicht auch mal zurück switchen. Ja. Ja, Bayern-Fechter, geiles Spiel. Fechter lang, ich glaube, bis ins Viertel lagen die zurück und dann haben sie ab dann aber voll aufgedreht und dann... Ja. Und dann mit 2 gewonnen. Jo. Fechter gegen Bayern, Alter, das ist verrückt. Ich habe das Spiel noch gesehen, weil eigentlich hat mich an dem Spieltag Braunschweig-Hamburg interessiert. Stimmt. Hamburg hat leider gewonnen. Weil das war direkter Vergleich und so wäre interessant gewesen, wenn Braunschweig das gewonnen hätte. Aber dass das Spiel so ausgeht, hätte ich nicht gedacht. Also Fechter, Bayern war ja momentan wirklich on fire und genau, gewinnen die das. Also. Aber ich glaube Chemnitz ist auch wieder Erster, die sind wieder in Bayern. Echt? Ja, dran vorbei. Ich kann es auch nochmal nachgucken. Aber wer spielt heute nochmal? Ludwigsburg, glaube ich. Ja. Nee, die haben gestern gespielt. Warte mal. Du hast eben gesagt, Garten 24 irgendwas. Ah, Gartenzaun 24 Paderborn. Also heute spielt wieder Heidelberg gegen, ich glaube, Seawolves. Wer sind denn mal Rostock. Stimmt, die beiden letzten Plätze quasi. Alba gegen Tigers Tübingen und dann MBC gegen Harco Merlins spielen heute. Ja, Gartenzaun 24, Paderborn wurde nämlich aufgekauft von Gartenzaun 24 und heißen jetzt so. Deswegen also das ist kein Spaß, das ist kein Spaßname. Die heißen wirklich Gartenzaun 24 Paderborn. Also das ist wie so ein Thekenturniername. Ja, ja. Und die heißen aber wirklich, also stell dir mal vor, wir würden so ein Thekenturnier Basketball machen und dann würden wir so Gartenzaun 24 Lübbecke. So, hä? Das ist, also es wäre verdammt lustig, aber das ist halt wirklich die spielen auch BBL. Dritte Bundesliga. Paderborn, Dritte Bundesliga, Gartenzaun 24 Paderborn. Also, wie cool ist das? Ich finde das verdammt cool. Ja, es ist halt, also wenn du so guckst, ist es halt wieder dieses Investorending, was auch im Fußball so groß ist. Ne? Die haben halt immer Uni-Baskets geheißen. Ja. Ne? Mhm. Geheißen? Hießen Uni-Baskets immer so, ja. Paderborn. Und haben jetzt halt einfach ihren Namen verkauft. Also, ich weiß nicht.
Ja, also Gartenzaun, so. Ich will nicht in Gartenzaun 24 Paderborn spielen. Ich will also nicht beim Unibasket Paderborn spielen. Na, ich würde da schon gerne spielen. Dann würde ich sagen, so, Digga, ich spiele bei Gartenzaun 24 Paderborn. Ja, wie cool die ist Arena das? Heißt auch jetzt so Gartenzaun 24 Arena. Ist auch Gartenzaun oder? Nein. Ja. Die haben, ey, das ist verrückt. Ich war da, ich habe mir ein Spiel mal angeguckt. Die haben, denen fehlt die eine Tribüne. Die haben nur so ein U. In der dritten Bundesliga. Warte mal, wo spielen die denn? In welcher Halle? Die haben ein eigenes Stadion. Ach so. Ein Stadion. Das ist gar nicht mehr gereicht. Ja, wirklich nur so bis zur Hälfte gebaut und so, ah, fuck. Okay. Uns fehlen scheiße, noch 8 Millionen. Mauer. Ja, 8 Millionen, die brauchen noch 8 Millionen. Ja, vielleicht investieren wir einfach in noch eine weitere Tribüne, weil bei der Bombast vielleicht reicht es dann auch mal. Und dann heißt die Triple Threat Tribüne. Nee, Gartenzaun 24. Wie heißen die nochmal? Gartenzaun 24 Paderborn. Paderborn Baskets. Ja. Ja, verrückt. Ich glaube, ich heute Trikot von den Dragons. Ich sage euch sowieso, ich die Trikots sind den. Die Trikots sind fresh. Ich gucke jetzt auch, wie viel die kosten. 80 Euro, die sind echt teuer. Ich habe auch überlegt. Die haben ein paar coole Spieler. Aber genau, die spielen heute gegen Adland Dragons. Timo fährt dahin. Ich habe überlegt, mitzufahren. Aber wir sind heute Abend bei dir. Yes, sir. Timo, ich glaube, ich kann nicht mit. Und eigentlich hatten wir hatten immer, wenn wir Lehrgänge hatten oder Spiele in Paderborn hatten, da hatten wir auch Freieintritt zu den Dingens. Das ist ganz cool. Auch nicht schlecht. Ja, also ich meine, es sind nur 9 Euro, aber trotzdem. Wie hieß nochmal dieser eine Wunderjunge aus Paderborn? Grünloh. Nein, auch mein Ach, Jahrgang Paderborn. War das. Aus Paderborn. Du meinst von dem Henning? Paul irgendwas heißt er. Paul. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Boah. Ich bin neu hier. Der hat auch Dinge gespielt. Auch Nazio. Grünloh übrigens meldet sich für einen Draft an wahrscheinlich. Nächstes Jahr. Ein Jahr noch Vertrag. Also Grünloh spielt jetzt gerade bei Rasta Fechter. Rasta, dann noch ein Jahr dazu. Echt? Gesagt. Ja, und dann. Ah. Ja. Der ist 18. Also dann irgendwann 19. Deswegen gerade darüber gesprochen. Aber ich weiß nicht, hast du rausgefunden, wie der heißt? Paul? Ich weiß nicht, wie der hieß. Ich würde ihm sonst einfach jetzt taufen und ich würde sagen, der heißt Paul Meier. Paul Müller. Nee. Müller, ne. Der hieß anders. Ich kann mich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir gegen den auch gespielt, weiß ich noch. Wo hat er denn gespielt? Auch bei Paderborn. Ah, okay. Crazy. Krass. Mit der Basketball-AG haben wir gegen den gezockt. Ach, der war. Ist, ja. Beim Schulturnier jetzt. Ja, ja. Ah, okay. Und der kommt aus Paderborn. Ja, der kommt aus Paderborn, ging da auch zur Schule, hat damals auch schon Nationalmannschaft gespielt, soweit ich Crazy. Weiß. Krass. U16 dann oder was? Boah, nee, noch früher. Obwohl, nee, U16 hat er auf jeden Fall schon gespielt. Weil, nee, ich glaube, alles vor U16 ist keine Nazio, das ist Regio. Ja, auf jeden Fall war der schon da, schon übelstes Schön. Talent. Paul, Mann, ey, ich habe auch sein Gesicht vor Augen, aber auf jeden Fall, das ist übelster Shooter. Paul Marquardt vielleicht. Nein. Das glaube ich nicht. Achso, ich dachte. Das wäre mir neu. Das wäre mir eine neue Identität von Paul, die ich nicht kennen würde. Ja, gut. Da sind wir vielleicht bei den Fragen. Die eine Frage war ja von Paul, oder? Ich glaube, ja. Wir glauben es zumindest. Ich wollte noch mal kurz auf die Frage eingehen, warum es in Lübbecke so cool ist. Ach so. Hast du die Antwort gesehen? Ja, von Luca, von Jonas? Ja, Timo wegen, duschen. Ja, wenn Timo duschen. Es gibt ein paar mehr Gründe außer als das. Klar, auf jeden Fall. Ich wollte da nochmal kurz drauf eingehen. Also generell, vielleicht dann können wir auch gleich den Bogen spannen und wieder hier Gerne. Drüber sprechen. Ja. Wollte ich die Frage noch so ein bisschen ausführen und dachte mir, vielleicht können wir da kurz hier drüber reden. Aber die Möglichkeiten, die man hier hat, sind schon echt cool dafür, dass Lübbecke jetzt nicht, wer weiß, wie groß ist. Ist auch nicht unbedingt für den Basketballsport bekannt. Ja, genau. Allein die Möglichkeit, so oft in die Halle zu gehen und so, das ist schon echt verrückt. Weil jetzt hatten wir da sehr viele Freiheiten einfach auch. Jetzt hatten wir Donnerstag zum Beispiel die Situation, dass kein Training zustande gekommen ist. Trotzdem konnte man rein ein bisschen werfen. Das war also auch sowas. Ist schon geil. Aber also es gibt viele Gründe. Viele Gründe, aber auch das Untereinander mit den Jungs. Also ist schon was Besonderes. Das findest du nur liebe Jungs. Eben, das findest du nicht überall. Ob es jetzt beim Basketball, beim Fußball oder sonst bei welcher Teamsportart auch ist, ist es schon echt eine schöne kleine Gemeinschaft, die wir da haben. Ja. Und es macht dann natürlich dann auch umso mehr Spaß und umso mehr will man ja dann auch zum Training gehen und irgendwie auch immer da sein. Also so sehr ich den Fußball auch liebe, ich wünsche mir trotzdem eines eine oder andere Mal auch vielleicht mehr bei euch mit beim Training oder beim Spiel mit dabei zu sein, weil einfach, nicht nur das Spiel mit euch oder auch das Spielen an sich in Lübbecke macht unnormal viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Das sind auch die Jungs,
die einzelnen Charaktere, die machen es aus. Und natürlich das Duschen mit Timo nach dem Spiel. Ja. Und nach dem Training. Trotzdem aber, auch wenn wir jetzt die ganze Zeit so gut geredet haben, haben wir am Wochenende verloren. Hast du das mitgekriegt? Gegen wen habt ihr gespielt? Bielefeld Bulldogs. Ja, ich war da auch nicht da, aber stimmt. Digga, das ist verrückt. Ne? Also ich hab nach dem Spiel mit dem Fünfer geredet. Er ist aber stark. Der hat irgendwie College Football gespielt in Amerika. Mhm. Klar spielt der dann in der Bezirksliga. Digga, 16. Der geht nicht unter. Digga, das ist verrückt. Der Typ ist, der ist. Auf jeden Fall hatten wir im Hinspiel gegen die schon verloren. Und da standen wir noch gleich. Echt? Danach haben die jedes Spiel verloren gegen Leute, gegen die wir gewonnen haben. Und wir dachten uns alle, was geht hier ab? Warum ist das so? Ja. Dann spielen wir jetzt wieder gegen die. Eigentlich stehen die irgendwo unten in der Tabelle. Ja. Und wir verlieren wieder. Ich gehe zu dem Fünfer und sage, was ist das hier eigentlich? Warum verlieren wir mal gegen euch? Er meinte, der kann nur Englisch, ne? Und dann meinte er so von wegen, ja, ich war verletzt. Ich habe das Spiel gegen euch gespielt, dann nie und heute war ich wieder da. Aber das ist krass, also er ist auf jeden Fall MVP. Digga, was ein Spieler da ausmacht, ja. Und der ist wirklich verrückt. Das ist echt gut. Ich bin, wie schon gesagt, auch einmal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Spielen gesehen habe, aber der echt, der kann zocken, ja. Der Junge. Der ist extrem klein, also der ist so Danny klein, hat unfassbar große Füße. Ist euch das mal aufgefallen? Das kann ich nicht sagen. Ich würde sagen, Schuhgröße 46. Was hast du? 46. Echt? Okay, dann hat der größere Füße. Ich sehe voll klein aus. Ich glaube 44. Er hat auf jeden Fall riesen Latschen, hat der. Nee, aber die haben auf jeden Fall verdient gewonnen. Ja, die waren die bessere Mannschaft. An dem Tag einfach die bessere Mannschaft. Mhm. Definitiv. Ja, und dann hatten die noch, die haben jetzt noch einen aus Herford. Ich weiß nicht, welche Herforder Mannschaft. Ich würde schätzen. TG vielleicht, weil die jetzt zurückgezogen sind. TG oder vielleicht sogar BBG, die zweite. Also Henning kannte den auf jeden Fall. Digga, der hatte unfassbar einen guten Dreier. Der hat bestimmt 5, 6 Dreier getroffen. Von 8 oder so. Also der hat richtig gute Percentage gehabt. Ja, und verließ halt am Ende des Tages. Genau, da haben wir dann halt einfach mal in sauren Apfel gebissen. Tja. Dadurch ist jetzt natürlich das Aufsteigen umso schwieriger. Der Fünfer hat mir aber versprochen, die gewinnen ab jetzt nur noch. Okay. Die spielen heute gegen Löhne. Ah, mal gucken. Ja, aber Löhne ist ja so gut wie durch. Also ja, da vielleicht, ich was genau, vielleicht gewinnt Löhne, verliert Löhne mal auch mal ein Spiel. Ja, stimmt, unser Spiel ist heute ausgefallen. Unser Spiel ist ausgefallen. Wir wären jetzt eigentlich nicht hier, sondern schon in Bielefeld. Richtig. Das Spiel ist ausgefallen. Leider. Korbanlage hat wohl ist kaputt. Hat wohl einen weg. Aber morgen spielen wir mit der Jugend da. Also die seitlichen Körbe gehen wahrscheinlich trotzdem. Ja. Keine Ahnung. Ich bin traurig. Ich hatte heute richtig Bock gehabt. Ja. Jetzt wird das Spiel auf den Donnerstag nachgeholt. Naja. Kann man nicht ändern. Ja. Ja, und sonst ist nicht viel passiert. Also alles unscheinig. Genau der gewinnt. Der auch Favorit war, außer Minden hat ein Spiel gewonnen. Also Minden ist gut. Ich glaube, die haben gegen Stukenbrock. Gute Offensive, gewonnen. Aber. Ja. Gegen Stukenbrock haben die, glaube ich, gewonnen. Wo man eigentlich hätte denken können, dass Stukenbrock. Dann den es wahrscheinlich holt, eigentlich. Ja. Genau. Das so viel zur Bezirksliga. Ja. Ah, ich habe es letztes Mal gar nicht gesagt. Ich habe mir auch ein Kreisligaspiel angeguckt von. Digga, wir sind schon bei einer Stunde 12. Ach, fuck! Gott, Ich habe mir ein Kreisligaspiel angeguckt von Oldendorf gegen Marienfeld. Digga, wir wollten doch uns einmal die Woche treffen, damit wir nicht so lange quatschen. Shit. Startbench-Cut. Shit. Stimmt, ja, diesmal habe ich mir was überlegt. Und zwar Startbench-Cut. Cola, Fanta, Sprite. Ah. Digga, das ist verrückt. Bei mir hat es sich vor 2 Tagen geändert. Okay. Bei mir war es immer safe. Dann erzähl. Shoot. Ich traue mich gar nicht zu sagen. Okay, dann Jonas. Ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt nicht so unbedingt der cooler Typ. Also ich bin schon eher so der Sprite-Typ. Deswegen Start, Sprite. Benchen würde ich die Cola und Cutten würde ich die Fanta. Obwohl du hast doch gerade eine Fanta geholt. Aber ich habe so lange keine Fanta mehr getrunken. Ich dachte mir heute einmal Fanta. Und jetzt, wo warst du dir sicher? Safe Cut. Und ich würde da mitgehen bis vor 2 Tagen. Ich habe Fanta für mich entdeckt. What? Digga, ich würde die Cola cutten. Cola Cut, Fanta. Dafür trinke ich zu viel Cola nach dem Spiel. Und Sprite ist Start.
Ich kann es euch nicht erzählen. Ich habe immer Fanta gehasst. Ich habe nie Fanta getrunken. Ich hasse Fanta jetzt auch nicht, aber jetzt, ich würde es eine Cola. Dann hatten wir Fanta zu Hause und auf einmal, ich trinke das und ich denke mir so, actually, it's good. It's decent. Aber ey, hätten wir Mezzomix in diesem Rating drin, dann wäre Mezzomix bei mir Starter. Boah, zusammen. Ja, Schwipschwab finde ich noch stärker als Mezzomix. Ja, aber das ist ja dann nicht Cola. Oh, es geht Paulana jetzt um spielt. Nee, aber man könnte natürlich auch. Obwohl, da habe ich ein neues. Oh! Starvin Khan. Aber erstmal Khan. Okay. Erstmal Khan. Also, ja, bei mir, ich hab 10 Jahre lang keine Cola getrunken, also wirklich null Cola getrunken. Ja. Dann war, da haben wir gegen, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall hatten wir Heimspiel, Fußball. Und da hatte ich, mir war so schwindelig, weil ich brauchte Zucker, ich brauchte schnellen Zucker. Dann meinte ich so zu Papa, ey, bring mir irgendwas, ich muss jetzt gerade was haben. Dann ja, hat der mir eine Cola gebracht. Und dann Heroin was haben, nein, Alter. Nicht das, Papa. Nicht das. Dann hat er mir halt eine Cola gebracht und dann ja, musste ich halt die Cola trinken. Und dann, da ging es dann so, wo ich dann so, war ich wieder süchtig nach Cola. Und also, okay. Bei mir ist Cola auf jeden Fall auf 1, so eine richtig geil gekühlte Cola, finde ich richtig geil. Damn, dann kommt Sprite und Fanta, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie keine Beziehung zu. Ging mir bis vor 2 Tagen genauso. Okay, crazy. Aber noch ein ganz schnelles Start-Bench-Cut. Schiff-Schwab, Paulana Spezi. Mezzomix. Bei mir ist safest Ding. Dann bei mir auch. Okay, man kann als erstes. Paulana Spezi ist Start. Okay. Schwipschwab ist Bench und Mezzomix ist Cut. Ich finde die Paulana Spezi unfassbar überragend. Ja, bei mir auch Spezi auf 1. Also Paulana Spezi auf 1. Mezzomix auf. Also kann ich verstehen? Auf Bench und dann Schwipschwab. Für mich Cut. Ist Schwipschwab startet. Ey? Ja, aber ich habe meine allererste so Cola so eigenmäßig? Hä? Was? Ist das nicht so ein bisschen lila Schwipschwab? Ich sag es, lila auf die 1. Nicht, aber das allererste Mal habe ich nicht Mezzomix getrunken, wie wahrscheinlich jeder, sondern Schwipschwab. Und deswegen, für mich ist Schwipschwab schon seit Day One so das Ding. Und als Schwipschwab-Start-Bench würde ich auch Paulana Spezi und cutten würde ich die Mezzo. Ja. Yes. Ach, klar. Eigentlich ist das alles dasselbe Getränk, nur ja, aber anderen. Ey, die Schwipschwab genau wie Cola, Afri-Cola oder ja. Fritz-Cola. Ja, okay, auch Fritz-Cola, weiß ich nicht. Damn. Ich würde es auf 1 packen. Nein, ich finde Fritz-Cola nicht so geil wie Coca-Cola. Okay, gut, alles klar. Ja. Baby ja, girl. What's your name? Let me talk to you. Let me buy you a drink. I'm T-Pain. You know me. Das war's von der dritten Folge. Stimmt. Liebe und Gruß wieder an Medien im Kopf, dass wir uns hier auf den Samstag rein quetschen dürfen. Ich glaube, Marie weiß gar nicht Bescheid, dass wir hier sind. Wir sind hier. Und ich habe meine Füße auf dem Tisch. Oha. Ich darf das so sauber machen, wenn sie das sieht. Ja. Nee, habt noch ein schönes, oder wohl, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Und ich wünsche dir das Gleiche. Ja. Und ich euch auch. Dann, wenn ihr die Folge raus ist, genau, euch einen schönen Wochenstart. Wochenstart dann, ja, auf jeden Fall. Wenn wir es schaffen am Montag. Letztes Mal ging es am Dienstag. Ja, ja, Bro, aber das der Upload. Wie lange war der Upload? Der Upload hat, Stunden oder ich, so? Über Nacht. Ich okay. bin eingepennt, ja, hab geschlafen und der war immer noch nicht hochgeladen. Das ist verrückt. Das ist krass. Das war unfassbar lang. Jo, nie wieder 4K, nie wieder. Nicht wieder. Was ist das los? Tschüss. Ciao.